Enttäuschenden 45 Minuten im Düsseldorfer Rheinstadion stand es 0:0 zwischen Gastgeber Fortuna ganz in Weiß und Bayer Leverkusen. In der zweiten Halbzeit dann die erste gute Torchance für den Gastgeber durch Fach und Glück für Vollborn. Das Spiel hatte jetzt mehr Tempo, es hatte auch weniger Systemlosigkeit und Kombinationsspiel. Die Leverkusener kämpften und hielten mit. Sie konnten die vorher von Düsseldorf gezeigte optische Überlegenheit ausgleichen. Winkelhofer, Fehler von Greiner und Waas staubt ab. Nach gut einer Stunde überraschende 1:0 Führung für den Gast aus der Farbenstadt. Aber auch die Düsseldorfer jetzt konzentrierter, nicht mehr ganz so langsam im Mittelfeld wie in den ersten 45 Minuten. Ihr Kombinationsspiel lief trotz des Rückstandes. Dann Fehler der Gästeabwehr, Ausgleich 1:1 Thiele. Das Spiel hatte für die wenigen Fans, es waren etwa 8000 ins Rheinstadion gekommen, jetzt wenigstens etwas Spannung, etwas spielerischen Glanz. Der Boden übrigens sehr gut bespielbar. Und dann wieder Thiele, wieder Fehler der Leverkusener. 2:1 Führung nach 75 Minuten. Holmqvist, der quirlige Schwede, Grabotin. Und jetzt lief die Lederkugel. Herrliche Flanke auf den Kopf von Edvaldson. Keine Chance für Vollborn, 3:1 für Fortuna Düsseldorf. In der ersten Phase zeigte Leverkusen dann doch gute kämpferische Leistung. Sicherlich ein positives Fazit für Trainer Kramer. Denn sie gaben sich 5 Minuten vor Spielende längst noch nicht geschlagen. Greiner erneut mit einer Unsicherheit. Winkelhofer, einer der besten Gästestürmer. Die Deckung der Düsseldorfer auch noch längst nicht sattelfest. Immer wieder Winkelhofer. Und dann der Endstand, nur noch Anschlusstreffer für Leverkusen. 3:2 für Düsseldorf.